Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier dieses Banditenlager geräumt. Ich will mal nur kurz wissen, was das eigentlich für ein Buff ist, den wir hier gerade haben. Letzter Kraft, ah, okay, ja. Ja, und was habe ich vor? Erstmal will ich nach Sasau. Oder ich frage mich auch, ob ich, was halt näher dran ist. Ich möchte halt irgendwo mal die geplünderten Sachen ablegen. Vielleicht reiche ich auch nach Thalmberg. Ja, die Frage ist, habe ich hier bei Merhuyet, kann ich da irgendwie meine Sachen ablegen? Ich glaube nicht. Denn da will ich dann danach hin. Herr Roffner wahrscheinlich auch nicht. Sasau ist, glaube ich, schon doch das nächste. Na, ja, oder reite ich nach Thalmberg? Ich könnte eigentlich auch nach Thalmberg reiten. Deswegen werde ich erstmal jetzt nach Hofnar reiten. Ich hoffe, ich finde irgendwie den Weg. Ich muss noch einmal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, jetzt bin ich hier nach Westen geritten, ne? Ja. Achso, sehe ich dort oben ja auch. Ja gut. Dann werde ich bei Thalmberg meine Sachen dann in die Truhe packen. Und dann nach Merhuyet reiten, denn ich habe endlich mal vor, mir einen besseren und größeren Sattel zu kaufen. Damit ich ja einfach mehr Sachen verstauen kann. Das ist schon recht praktisch, glaube ich, weil ich ja oft Rüstungen zu plündere, die ich dann auch später verkaufe. Und ja, dann kann ich mehr halt davon verstauen. Das ist schon recht praktisch. Dort unten ist das schon Rofna. Ne, das ist Scarlitz noch. Irgendwie bin ich hier gerade vom Weg abgekommen. Na, reiten wir hier runter. Bisschen Offroad schadet ja auch keinem. Ja. So. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal einmal hier rumreiten. Obwohl, ist vielleicht auch die Frage, ob ich nicht jetzt nach Prübislawitz reite. Das geht ja von dieser Seite ja auch. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. Ja. Das werde ich jetzt machen. Ich glaube, da kann ich auch direkt hier in den Wald reinreiten. Also wenn da ein Weg ist. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen weiter reiten. Hier komme ich leider nicht hoch. So. Warte mal, ich muss einmal kurz auf die Karte gucken, da ich doch jetzt nicht genau weiß. Ah ja, okay, ich muss doch hier nach Osten noch ein bisschen reiten. Dann sollte ich auf den Weg kommen, der letztendlich nach Prübislawitz führt. Ist das schon der hier? Ich glaube schon, ne? Jetzt muss ich hochreiten, glaube ich. Ja. Einigermaßen jedenfalls. Ich glaube, ich bin hier schon wieder falsch abgebogen. Oder? Ja, ich muss dort hinten, muss ich in den Wald reinreiten. Ah, hier in der Ecke bin ich wirklich noch nicht so bewandert, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich einfach noch nicht so oft lang geritten bin. Ich meine, es ist auch irgendwie verständlich. Die hauptsächlichen Orte sind ja Rathai, Scarlitz, nicht Scarlitz, Rathai, Sasau
und so da und Ledschko und zwischen den Orten reitet man halt viel lang. Und hier oben kommt man eigentlich gar nicht so oft hin. Jedenfalls in die Ecke Pribislavitz bin ich natürlich auch schon öfter gewesen. Ja. So. Erstmal hier hin. Ich kann natürlich nicht springen, wenn ich beladen bin. Das war ja mal wieder klar. So. Bin ich eigentlich hungrig? Nee, das auch nicht. Wie viel Geld haben wir hier? 5.300. Ja, was? Die denken immer, ich wäre irgendein Einbrecher. Ich habe noch 3.6. Da kann ich eigentlich ein bisschen was davon auch rein tun. So 2.000 oder so. So, und dann kann ich, glaube ich, auch direkt mal was bauen, oder? Oder etwa nicht? Das ausgebaute Rathaus, das wär's, ja. Verbesserung, Altar und Fresken bringt halt erstmal kein Geld. Kann ich sonst irgendwelche Verbesserungen bauen? Fleischerei kann nicht gebaut werden. Hier Ausrüstung. Ach, hier haben wir auch einen Stall. Dann können wir da ja auch vielleicht mal gucken, ne? Ausrüstung für Sattler. Ich glaube, das bauen wir da mal. Ich habe mich entschieden. Ja. Ich habe mich entschieden. Bauen wir das mal. Wohl gewählt. Begleite mich. Ich werde dich begleiten. Aber ja, dann müssen wir gar nicht nach Merhojet. Da wir hier auch in Pribislavitz einen Stall haben. Und wenn wir jetzt ja auch die Verbesserung für Sattel haben, dann müssten wir da ja auch Sattel kaufen können. Also gehe ich mir jedenfalls mal stark von aus. So. Hier werden wir bauen? Ja. Jawohl. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Einige Tage später. Ja, wir haben das Turnier nicht gewonnen. Ja, das hatten wir aber auch nie vor. Aber wahrscheinlich kann man das immer wieder und wieder probieren. So, dann wäre das schon mal geklärt. Wir können ja auch mal gucken, ob wir hier nicht auch was kaufen können. Ich weiß nicht, bei wem wir das machen können. Was tust du, Sattler? Gott sei mit dir. Guten Tag. Mach's. Ja, ich würde gern handeln. Ich weiß halt nicht, ich muss einmal erstmal gucken, wie viel wir haben, also welchen Sattel wir haben. Gewöhnlichen Sattel eine Tasche und gewöhnliches Zaumzeug. Gewöhnlichen Sattel und gewöhnliches Zaumzeug, ja. Vier Taschen, das ist dann wahrscheinlich besser, ne?
Also natürlich ist es besser. Aber da steht nicht, wie viel da reinpasst. Schabracke, sowas kann man auch alles kaufen. Ich weiß noch, warum nicht, ne? Stallburschen-Zaumzeug. Ja. Aber es gibt nichts, was so die Geschwindigkeit erhöht, ne? Ne, das gibt's glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, wir holen uns mal hier den gewöhnlichen Sattel, 4 Taschen. Da gab es hier unten noch einen Sattel, ja, Jagdsattel. Ich weiß halt wirklich immer nicht, was besser ist. Ich meine, der Jagdsattel. Ja. Reisehufeisen, das ist natürlich auch mal was man sich genehmigen könnte. Aber ich glaube, ich hole mir mal diesen gewöhnlichen Sattel, 4 Taschen. So eine Schabracke. Warum eigentlich nicht, ne? Nehmen wir jetzt mal so ein kariertes. Wir können natürlich auch noch feilschen. Nun. Ich bin ja eher so für 150. Weil du mehr. Ja, mehr. 160. Zufrieden? Das ist zu wenig. Okay, das ist auch zu wenig. Ja, 165. Ja, das sollte passen. Okay. Ich hole mal Pebbles hier ran. Ja, Pebbles kommen wir raus. So, wie mache ich das jetzt? Das ist die gute Frage, ne? Ah, okay, warte mal. Ich glaube, ich muss das in die Satteltasche packen. Geht nur im Moment nicht. Naja, nehmen wir mal so ein paar Sachen ins Inventar. Die ein bisschen was wiegen. Können dann dafür wahrscheinlich. Nee, das geht auch nicht. 35 ist der, aber. Ja, da muss man wohl doch ein bisschen was noch rausnehmen. Ich frage mich auch, ob der die Sachen übernimmt hier aus der Satteltasche. Ja, sieht ganz so aus. Und die Kapazität ist halt deutlich erhöht. Na? Ich gebe zu, es sieht ein bisschen komisch aus, aber. Naja, machen wir es so. Jetzt ist die Frage. So, erstmal kann ich die Sachen hier wieder. Kann ich wieder ordentlich was wegpacken. Das geht natürlich alles nicht. Vielleicht kann ich noch die Axt, Kriegshammer. Na, okay, das geht auch nicht.
Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Platz geschaffen. Auch wenn es immer noch nicht optimal ist. Aber ich habe mir jetzt mal überlegt, ob ich dann nicht jetzt noch so ein Reisehufeisen mir holen sollte. Ich pack's mal in den Warenkorb. Ja. Oh, so. Das können wir auch nochmal, glaube ich, uns holen. Lass uns über den. Weil ich glaube, das sollte deutlich besser sein. Ich weiß nicht, ob Pebbles dann bessere Ausdauer hat oder so. So kriegst du mich. Ja, so nicht, aber. So. Mein letztes Ab. Komm schon. Ja, okay, dann 42. Ja. Okay. Jetzt hätte ich das natürlich nicht alles wieder aus der Satteltasche nehmen sollen oder in die Satteltasche packen sollen. Gut, das können wir jetzt ins Inventar packen. Ja. Und hier die Hufeisen in die Satteltasche. Ich weiß tatsächlich nicht, was das für einen Unterschied hat. Ausdauer 210, 210. Naja. Das Pebbelt jetzt schneller. Ich weiß es nicht, aber ich muss es ja auch nicht wissen. Denn ich habe es jetzt gekauft, da ist es halt so. Wie und was das jetzt alles macht. Naja. So. Ich guck nochmal hier. Ja, hey. 5,3k. Können wir sonst noch was bauen? Wir können hier immer noch. Altar und Fresken machen. Aber sonst können wir keine Verbesserung mehr machen. Okay. Bauhaus können wir nicht mehr bauen, Fleischerei auch nicht. Ich würde sagen, jetzt sparen wir doch erstmal hier auf das ausgebaute Rathaus. Als nächstes. Obwohl, ich möchte es mal gucken, kann ich nicht hier irgendwo meine Sachen reinpacken? Muss doch irgendwo gehen. Hier in Pribislawitz oder nicht? Oder muss ich mir hier noch so einen Platz im Wirtshaus holen? Naja, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, dann muss es sein. Kann man nicht ändern. So. Da ist der Herr Wirt. Schön dich. Ja, guten Tag, aber wir können nur handeln. Oder will ich hier einen Schlafplatz haben? Kann ja wohl nicht so schwer sein. Da muss ich das bei irgendjemand anders hier. Ich möchte einfach nur, dass meine Truhe hier in Pribislawitz ist. Falls ihr wisst, wie das geht, dass ich hier irgendwie meine Truhe habe, weil ich auch auf der Karte hier, nicht hier, auf der Karte kann ich das nicht erkennen, ob hier, dass hier irgendwo ich einen Schlafplatz hätte, wo auch meine. Oder doch hier. Mein Bett. Ja, okay. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Was ich gesagt. Ja.
Ja. Hier ist mein Schlafplatz. Aber hier ist ja nicht meine Truhe. Das ist nicht so optimal, glaube ich. Deswegen würde ich, glaube ich, jetzt mal als nächstes, ich weiß nicht, Thallenberg ist, glaube ich, hier das nächste. Würde ich nach Thallenberg reiten wollen. Ja. Das mache ich jetzt auch noch in der Folge, um halt zu meiner Truhe zu gelangen. Und danach werde ich erstmal auch erstmal die Folge beenden, aber soweit ist es ja noch nicht. Soweit ist es ja noch lange nicht. Ich bin auch mal gespannt, wem wir hier so auf der Reise begegnen, zum Beispiel diesem Wanderer. Oder ob hier noch irgendwie Banditen kommen, wahrscheinlich kämpfen da an dieser einen Stelle wieder Leute. Wer weiß. In Thallenberg habe ich ja sowohl beim Wirtshaus da meine Truhe als auch in der Burg. Also glaube ich jedenfalls, dass ich sie in der Burg hätte. Da haben wir auf jeden Fall öfter mal geschlafen. Aber es scheint alles ruhig zu bleiben hier auf dem Weg. Was ja erstmal sehr erfreulich ist. Also, falls ihr auch wisst, was das Hufeisen oder die Hufeisen bringen, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Generell gilt ja alles, was nicht unbedingt mit Spoilern oder mit der Geschichte zu tun hat, sondern was eher so hilfreiche Hinweise sind, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel auch, wo ich noch einen besseren Sattel herkriege. Ich meine, das hätte ich mir auch denken können, aber dank dem Kommentar wurde ich da nochmal bestätigt. Ja. 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 Außerdem könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier diese Schabracke, ob ihr wollt, dass ich die weiter benutze oder eine andere, oder ob ich es ganz lassen soll. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, war ja jetzt nicht besonders teuer. Ja. Aber hier ist mein Bett. Aber hier ist keine Truhe. Jedenfalls keine, die ich so wirklich sehe. Deswegen werde ich schnell nochmal runterreiten. Deswegen werde ich schnell nochmal runterreiten zum Gasthaus. Hier meine kleine Abkürzung wird wieder genommen. Ja. So. Weil hier sollte meine Truhe wirklich sein. Ist auch ein umständlicher Weg bis hin hier. Hier hoch. Aber naja, wollen wir uns mal nicht beschweren. So, das hier ist unsere Truhe, nicht wahr? Ja. Ich packe erstmal hier die Waffen und was weiß ich nicht, alles weg, was wir hier im Inventar haben. Und dann gucke ich nochmal, ob ich Sachen aus meiner Satteltasche nochmal hier reinpacke. Den Sattel können wir auch erstmal reinpacken. So, sind wir doch direkt wieder agiler. So, und dann zum Beispiel hier die Beckenhaube, die Sporen, Kettenhaube, die anderen Sporen, Mailänder, Reiterkürass, sächsische Kompostitzer, Beinling oder was auch immer.
Die Sachen nehme ich auch nochmal direkt und pack sie auch hier rein. Ich frage mich, ob irgendwo hier noch Sachen rumliegen, die tatsächlich besser sind als die, die wir im Moment anhaben. Das wäre auf jeden Fall witzig. Ja, wie viel Uhr ist eigentlich? Können wir eigentlich noch hier gleich mal schlafen, oder? Auch wenn wir hier nicht besonders gut schlafen, aber schlafen wir so bis zum Morgen. Das wird es dann auch für die Folge gewesen sein. Ja, und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir dann machen, ob wir dann diese noch weitere, wahrscheinlich werden wir dann weitere Brigantenlager ausräumen. Ja. Denn das ist so die einzige Möglichkeit, gerade wie wir an Geld kommen. Das heißt, die einzige Möglichkeit. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, aber so, das können wir dann auch direkt mit einer Quest oder mit einer Aktivität verbinden. Und das ist ja ganz praktisch dann. In Pribislavet sind ja auch noch diese beiden Verbesserungen für die Kirche und dann das ausgebaute Rathaus zu bauen. Dann wenn wir mit dem Bauen in Pribislavet auch erstmal fertig. Könnten dann noch ein bisschen richten. Also ich weiß wirklich nicht mehr, wie viel Folgen es dauern wird. Aber nicht mehr allzu lange. Da wir schon wirklich ziemlich viel gemacht haben hier. Ja. Guten Morgen allerseits. Ja, für Komfort ist auf jeden Fall auch gesorgt hier. Oben auf dem Dachboden. Ist schon witzig, das sind quasi so die damaligen Hotels hier. Aber war ja durchaus üblich, dass so Gasthäuser. Also gibt es auch immer noch. So, hier springen wir einfach runter. Auf YOLO-Basis. Und dann sind wir wieder draußen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.